Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der 10. Runde der Tipico Bundesliga. Wir treffen am Samstag um 17 Uhr in der Generali Arena auswärts in Wien auf die Austria. Bei mir Platz genommen hat unser Cheftrainer Christian Ilzer. Die Pressekonferenz, wie schon gewohnt, findet wieder digital statt. Das heißt, wir übertragen die PK live auf Facebook und die Journalisten haben im Zoom-Meeting die Möglichkeit, Fragen zu stellen, haben wir auch schon welche per E-Mail geschickt. Und ich darf jetzt gleich beginnen mit der ersten. Chris, am Samstag geht es gegen deinen Ex-Club. Wie groß ist die Gefahr, dass du dich auf die falsche Trainerbank setzt? Nein, die Gefahr wird nicht bestehen, aber ich werde mich mental gut vorbereiten, dass ich keine Fehler mache. Sehr gut. Aber es, ja, wie gesagt, es ist in erster Linie ist es einfach unser nächstes wichtiges Meisterschaftsspiel. Ja, ich denke, wir sind in guter Form, haben viel Selbstvertrauen, wollen einfach weiter auf diese Erfolgswelle reiten, spielen gegen die Austria. Ich schätze es einmal so ein, dass die Austria schon direkter Konkurrent von uns ist um diese Top 6. Von dem her, ja, extrem wichtige Partie, die wir einfach dann am Samstag wieder gewinnen wollen. Bleiben wir bitte gleich noch ein bisschen bei deiner Austria-Vergangenheit. Peter Linden hat gefragt, viele sagen, das Jahr in Wien hat sie zu einem besseren Trainer gemacht. Sehen Sie das auch so? Welche Erfahrungen waren wichtig? Ich bleibe einfach bei Erfahrungen, weil ich denke, es haben mir alle Stationen, die ich bis jetzt als Trainer gehabt habe, haben mir Erfahrungen gebracht auf den unterschiedlichsten Ebenen und ja, Erfahrungen, die man selbst erlebt, die, denke ich, machen einen dann am Ende auch zu einem besseren Trainer. Für mich ist halt auch immer vorausgesetzt, dass, wenn die Erfahrung besser macht, dass man halt auch am Puls der Zeit bleibt, dass man einfach hungrig bleibt, dass man wissbegierig bleibt als Trainer. Und ja, ich habe letztes Jahr einfach bei der Austria viele Situationen zu bewältigen gehabt, die ich vorher vielleicht noch nicht so in der Form erlebt habe. Und ja, das war sicher die Herausforderung, die dieses Jahr an mich selbst dargestellt hat. Und ja, von dem her war es schon ein sehr lehrreiches Jahr auch. Anschlussfrage von der APA passt dazu. Du kennst die Austria sehr gut mit all ihren Facetten. Kann man das eine Mannschaft besonders gut auf den Gegner vorbereiten? Ja, natürlich kenne ich die Mannschaft sehr gut. Das hat sich ja jetzt auch, seitdem ich weg bin, noch nicht so viel geändert. Es sind ein paar Spieler vielleicht neu dazukommen. Sonst ist ziemlich ähnliche Spieler da, mit denen wir letztes Jahr gearbeitet haben. Den kennt man natürlich sehr, sehr gut mit ihren Stärken und Schwächen. Kann natürlich auf der anderen Seite ein Vorteil sein, muss aber nicht unbedingt. Aber ja, natürlich kann ich meine Mannschaft schon sehr, sehr genau darauf vorbereiten. Aber für mich ist einfach wichtig, dass wir einfach einen vollen Fokus auf unser Spiel richten und dass wir unser Spiel in einer richtigen, guten Qualität dann am Samstag am Platz bringen. Coach, wenn wir da rausschauen bei uns beim Trainingszentrum, beim Fenster, es hat über Nacht mehr als 10 cm geschneit in Graz. Wie sind die aktuellen Trainingsbedingungen? Ich glaube, du hast beim Trainingsplan ja schon prophylaktisch ein bisschen was umgedreht. Ja, da kann man schon so sagen, dass uns der Winter fest im Griff hat. Jetzt heute Nacht damit mit schon einer Menge Neuschnee. Aber auch davor, was dann einmal bitter kalt, die Trainingsplätze waren gefroren. Wir waren schon gezwungen, auch da gewisse Dinge zu adaptieren, flexibel zu sein. Aber das sind wir ja sowieso gewohnt in dem Jahr. Und man darf einfach kein Problem draus machen. Versucht, ja, bestmöglich uns mit der Situation zu arrangieren und haben trotzdem eine gute Trainingswoche gehabt. Ich glaube, da sprichst du schon ein bisschen was an. Es ist eine besondere Saison, kurze Pausen, viele Spiele jetzt auch im Winter, egal ob jetzt im Dezember oder dann im Jänner. Wie gehst du von deiner Einstellung her generell mit dieser Saison um? Ja, von der Einstellung her mal einfach, dass man sich auch so für sich dann vorbereitet, dass es einfach eine Saison ist, was viele Herausforderungen an dich als Trainer stellt, aber auch an den Club stellt. Wir wollen einfach damit sehr positiv, offensiv aber damit umgehen, immer wieder Lösungen finden, die dann optimal in der Situation dann sind. Und ja, einfach uns auch flexibel und kreativ zu sein im Lösungen finden und im einfach da gut und mit einer guten Qualität durch die Saison kommen. Mhm. Wie jede Woche, kurzes Fitness-Update, wie schaut es um den Zustand der Mannschaft aus? Kannst du aus dem Vollen schöpfen für das Spiel am Samstag? Ja, wir können absolut aus dem Vollen schöpfen. Es sind alle Kaderspieler bis auf die zwei Langzeitverletzten fit und stehen uns zur Verfügung für das Spiel am Samstag. Vorteil, oder?
Ja, es ist immer, ich als Trainer habe natürlich die Wahl der Qual jetzt, aber das habe ich gerne. Es macht ein richtig gutes Bild, bringt einfach nochmal eine Qualitäts- und Intensitätssteigerung in den Trainings, wenn alle Spieler fit sind, alle Spieler da um ihren Kaderplatz, um den Platz unter die ersten Elf dann auch sich dort in den Trainings beweisen müssen. Ich weiß, du schaust lieber gerne nach vor als zurück, aber wenn man so die letzten 7 Spiele anschaut, 6 Siege, dann kann man schon zufrieden sein. Wie schaffst du es dort, die Mannschaft am Boden zu halten? Ja, wichtig ist, dass man schon viel Selbstvertrauen mitnimmt, dass man Dinge immer wieder anspricht, die wir gut gemacht haben, aber den Blick gar nicht verliert auf das, was noch zu tun ist. Wir haben noch einiges vor. Wir wollen auch den längerfristigen Weg, den längerfristigen Blick nicht aus den Augen verlieren, uns einfach immer wieder auf diese Punkte fokussieren. Und wie gesagt, wir machen Dinge schon sehr, sehr gut, aber es gibt wirklich in allen Bereichen noch gehörig Luft nach oben und da wollen wir einfach uns ständig dann weiterentwickeln. Sie zu Hause haben natürlich auch die Möglichkeit, über Facebook Live Fragen zu stellen. David Spitzer hat diese Möglichkeit genutzt. Die Frage lautet: Herr Ilzer, Sie haben bis jetzt immer auf Friesenbichler gesetzt. Wird Mwepu auch seine Chance bekommen oder benötigt er noch Zeit dafür? Und zweite Frage: Was sind Ihre Ziele bis zur Winterpause? Ja, wir haben immer mit zwei Stürmer gespielt. Das war immer vorwiegend halt, dass wir auf zwei verschiedene Stürmertypen gesetzt haben. Eher den wuchtigen, präsenten Stürmer, da war eben die Wahl meistens zwischen Beckenbale und Kevin Friesenbichler. Und der zweite Stürmer wollte man immer den am beweglichen, spielstarken oder einen Stürmer haben, der sehr gut in die Tiefe geht. Da haben wir auch die Auswahl zwischen Janci, Hussi und natürlich war der Franz meistens dann einer, den wir in den Spielen auf der Zehnerposition eingesetzt haben. Also ein Spieler, der schon gut in der Raute kombiniert, der zwischen die Linien gut kombiniert drin und der sehr laufstark ist, aber dann auch immer wieder gute Impulse nach vorne macht. Von dem her zeigt er ganz eine gute Entwicklung, aber bis es dann wirklich für Startelf reicht, da braucht er noch einige Zeit. Okay, und die Ziele bis zur Winterpause sind jetzt noch voraussichtlich 3 Spiele. Mit welcher Ausbeute wärst du am 19. Dezember zufrieden? Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir die Spiele anschaue, die letzten Spiele, wir haben dann von den Ergebnissen her ganz gut abgeschnitten, weil wir eben sehr gut verteidigt haben, in den richtigen Momenten dann auch die Tore gemacht haben, aber es waren fast immer Spiele, die absolut auf Augenhöhe waren. Es war jetzt nicht so, dass wir klar das bessere Team waren oder irgendwo einmal klar das schlechtere Team. Nahezu alle Partien und es sind auch die anderen Spiele, wenn ich mir so die Bundesliga-Saison anschaue, bis auf Ausnahmen halt LASK, Salzburg und so, und fast immer auf Augenhöhe. Von dem her wünsche ich mir, dass wir in diesen restlichen verbleibenden 2 Wochen bis Weihnachten einfach noch Schritte nach vorne machen, unser Spiel weiter verbessern, dass wir gierig, giftig bleiben, dass wir hungrig bleiben, dass wir maximal viele Punkte noch mitnehmen wollen, dass ich das auch an jedem Tag, bei jedem Training spüre. Und ich denke, wenn wir Top-Qualität in den Trainings haben, dann glaube ich, haben wir ganz gute Chance, dass wir aus den Spielen noch viel mitnehmen. Hand aufs Herz, wie gut würde ein Sieg in Wien dann tun, nach deinem letzten Jahr bei der Austria? Ja, natürlich ist sowas ein besonderes Spiel, wenn du dorthin zurückkehrst, wo du ein Jahr jeden Tag gearbeitet hast. Du kennst dort jeden Winkel, jede Ecke fast, du kennst jeden Mitarbeiter. Wie gesagt, Spieler sind fast noch alle da. Bin natürlich auch immer wieder interessiert, wie sich die Spieler weiterentwickeln, wie es den Spielern geht. Ich denke, es waren vorher sehr viele junge Spieler, die dann bei uns auch den Sprung geschafft haben, da erstmals auch in der Kampfmannschaft zu spielen. Da bin ich interessiert daran, wie sie sich weiterentwickeln. Ansonsten bin ich aber seit Sommer Trainer von Sturm Graz. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich jedes Spiel gern gewinnen möchte. Bin auf keinen Fall noch so abgebrüht, dass ich da Unterschiede beim Gewinnen ausmache. Und ja, ich habe eh schon im Vorfeld gesagt, wie wichtig ein Sieg für uns am Samstag wäre. Aber es sind genauso wichtige Siege wie die nächsten oder die, was bis jetzt auch schon waren. Dann sind 2 Fragen reingekommen über unser Zoom-Meeting mit den Journalisten. Marc Eder von der APA fragt: Wie ordnen Sie die Vorstellungen der Austria in dieser Saison bisher ein und in welchen Bereichen des Spiels kann man Ihnen aus Ihrer Sicht am meisten wehtun? Ich würde jetzt auf keinen Fall da sitzen und Vergleiche anziehen.
wie gesagt, bin Trainer von Sturm Graz. Meine Aufgabe ist, das Spiel meiner Mannschaft zu verbessern, meine Spieler weiterzuentwickeln und versuchen, dass wir einfach als Verein nach vorne zu kommen. Ich denke, die Austria zeigt dann einen klaren Spielstil, auf den versuchen wir uns vorzubereiten. Beim einen oder anderen Spieler, ich nehme mal einen Benny Bickler jetzt raus, bemerke, dass er sich jetzt wieder weiterentwickelt hat, dass er richtig gute Form hat. Und ja, ich beobachte das, weil mich es nach wie vor interessiert, wie es den Spielern dort geht, aber auch nicht mehr. Ansonsten ist mein voller Fokus bei Sturm Graz und darauf haben wir uns auch und habe ich auch meine Mannschaft vorbereitet. Weitere Frage über Zoom-Meeting von Martin Konrad von Sky. Du hast im Sky-Interview letzte Woche gesagt, dass bei der Austria das Problem war, dass zwei Trainerpersönlichkeiten für einen Trainerstuhl da waren. Hat es darauf Reaktionen gegeben? Von mir? Nein, ich glaube vom Peter Stöger oder von der Austria. Mich hat keiner angerufen. Sie hat keiner gemeldet. Ich denke einfach, wie gesagt, das habe ich eh schon mehrfach erwähnt, dass der Peter ja schon sehr, sehr lange in dem Geschäft ist, viele Erfolge als Trainer gefeiert hat, dass er ganz klare Vorstellungen hat, wie Fußball für ihn auszuschauen hat. War voriges Jahr in einer anderen Rolle, ist er nach wie vor in der Rolle, da im Sportvorstand der Austria Wien zu sein, wo er natürlich mit vielen anderen Aufgaben danach konfrontiert war. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass er im Sport zu Hause ist, dass er einfach ein Trainer ist. Und wie gesagt, es hat natürlich den einen oder anderen Tag gegeben, wo wir uns vielleicht einmal eine andere Meinung waren über Dinge. Aber wie gesagt, wir haben uns im Sommer dann dieses Vertragsverhältnis sehr sauber aufgelöst, da ist nichts hinten geblieben und von dem her ist bei mir ein Punkt unter der Sache und ja, ich bin Sturm Graz Trainer und ja, die Sache da ist ganz gut angelaufen und das wollen wir da also unser Projekt so weiterschieben, weiter vorantreiben und ja, für das möchte ich meine ganze Energie dann auch aufwenden. Dann kommen wir auch zurück zu Sturm Graz auf Facebook. Eine Frage von René Glanzer. Sieht man als Ziel, nächste Saison international zu spielen? Oder kommt diese Frage zu früh? Nein, die kommt nicht zu früh. Das ist eine ganz legitime Frage. Ich habe, und auch der Andi Schicker hat das immer wieder gesagt, es muss langfristig unser Ziel sein, internationalen Fußball wieder nach Graz zu bringen. Und dieses Ziel, das haben wir vor Augen, aber wir werden einfach versuchen, Schritt für Schritt unsere Nahziele abzuarbeiten, versuchen jetzt in der täglichen Trainingsarbeit die Mannschaft zu entwickeln, in der Kaderplanung, in der Kaderveränderungen, im richtigen Moment die richtigen Schritte ziehen, immer angepasst an die wirtschaftliche Situation, was man ja weiß, die nicht so einfach ist zurzeit. Aber einfach fleißig bleiben, qualitative Arbeit zu machen und auf Sicht wollen wir absolut wieder diese Frage, also dass international Fußball wieder in Graz gespielt wird, nämlich von Sturm Graz. Heißt, es könnte auch in der Wintertransferperiode schon was passieren? Ja, wir haben natürlich ständig unsere Fühler ausgestreckt. Ausgestreckt, genau, danke. Und ja, haben einen Blick auf den Markt, kennen natürlich unseren Kader sehr, sehr gut, wissen, wo wir ihn dann noch punktuell verstärken können. Und ja, so spezifisch versuchen wir dann auch im Scouting vorzugehen. Also von dem her ist, glaube ich, machen wir da ganz gute Arbeit, macht das Trainerteam und Andi Schicker und sein Team im Scouting richtig gute Arbeit. Aber es hängt natürlich auch immer mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten zusammen. Und wir werden sicher nur dann was machen, wenn wir alle absolut davon überzeugt sind. Eine Frage von Peter Klimkert von der Kleinen Zeitung. Müssen die Nahziele jetzt adaptiert werden? Ich glaube, er spricht darauf an, dass wir ja durchaus langfristig planen. Wie schaut es für diese Saison aus? Ja, Nahziele kann man dann vielleicht nicht immer so an klaren Ergebnissen festmachen, weil die Ergebnisse kommen dann eh. Das ist meistens dann eher eine Belohnung für die Arbeit. Aber wie gesagt, ich bin dann eher mehr vom Prozess fokussiert. Versuche einfach in der täglichen Arbeit höchste Qualität reinzubringen. Schauen, dass wir eine richtige, gute Energie in der Truppe halten, dass der Teamspirit weiter wächst, der ohnehin aber schon auf einem sehr guten Level ist. Ist natürlich dann
vereinfacht es die ganze Sache, wenn man kurzfristig die Ergebnisse dazu hat. Aber wir wollen natürlich auch gewappnet sein, wenn wir mal ergebnistechnisch nicht so gut performen. Aber wichtig ist mir, dass ich das, was ich jeden Tag sehe bei meinen Jungs, was sie am Trainingsplatz liefern, was sie so in der Kabine liefern, so wie die Gruppe miteinander arbeitet, dass das alles in die richtige Richtung geht. Und das werde ich weiter so verfolgen, dass das auch in dem Maße auf dem Level auch weiter passiert. Über die Rasenverhältnisse hier haben wir ja schon gesprochen. Ganz generell, wie erwartest du die Liga in den nächsten Wochen? Stichwort schwierige Rasenverhältnisse im Winter. Ja, wenn man den Terminplan kennt, wenn man die Dichte der Spiele im Jänner, im Februar und da jetzt noch im Dezember kennt, dann wird das sicher eine große Herausforderung werden für alle Platzwarte. Auch für die Liga, sage ich mal. Denke mal, es hat viele Dezember der letzten Jahre gegeben, wo wir mit fast plus 20 Grad noch trainiert haben, auf schönem Grün. Heuer ist es anders. Werden wir sehen, wie der Jänner und Februar wird. Aber wie gesagt, wir müssen es nehmen. Gegen das Wetter können wir alle nichts an. Das Beste rausholen, richtig gut arbeiten von allen Seiten und ja, im Training halt auch dann das Beste rauszuholen. Dann machen wir noch eine Abschlussfrage von Marc Eder von der APA. Ist Ota Kiteschwili bereit für einen 90-Minuten-Einsatz? Er ist definitiv bereit für einen Startelf-Einsatz. Aber wie gesagt, bei uns sind alle Spieler fit. Da haben wir jetzt sicher von der Trainerseite die Wahl der Qual. Aber er ist definitiv fit genug, um von Start weg zu spielen. Ob das sich dann über 90 Minuten ausgeht, das wird man dann im Spiel sehen. Dann vielen Dank und zu Hause auch Dankeschön fürs Zuschauen. Wir wünschen alles Gute für das Spiel am Samstag. Danke sehr. Danke. Okay.